is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine kurze Zeit des Friedens. Wenn Sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird Sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und Sie werden nicht entfliehen. Während das Erlösungswerk abgeschlossen wird, kommt große Trübsal über die Erde. Die Völker werden zornig sein, doch werden sie noch in Schach gehalten, damit sie das Werk des dritten Engels nicht behindern können. Zu dieser Zeit wird der Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn, kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu verleihen. Außerdem sollen die Heiligen dadurch ausgerüstet werden, während der Ausgießung der sieben letzten Plagen durchzuhalten. Mir wurden die Erdenbürger im totalen Chaos gezeigt. Krieg, Blutvergießen, Entbehrung, Mangel, Hungersnot und Seuchen waren überall verbreitet. Als sich diese Zustände in der Umgebung des Gottesvolkes häuften, hielten sie nur noch enger zusammen und warfen ihre kleinen Schwierigkeiten über Bord. Die eigene Würde war ihnen nicht länger das Wichtigste. Stattdessen herrschte tief empfundene Demut. All die Leiden, das Durcheinander und die Entbehrung hoben endlich wieder die Vernunft auf den Thron. Und die leidenschaftlichen und vernünftigen Menschen wurden besonnen und handelten überlegt und weise. Und dann wurde meine Aufmerksamkeit von dieser Szene abgelenkt. Es sah so aus, als gäbe es eine kurze Zeit des Friedens. Noch einmal wurden mir die Erdenbürger gezeigt und wieder war alles total chaotisch. Kämpfe, Kriege, Blutvergießen, Hungersnot und Seuchen wüteten überall. Andere Nationen wurden in diesen Krieg, in dieses Chaos hineingezogen. Der Krieg verursachte Hunger, der Mangel und das Blutvergießen führten zu Seuchen. Und den Menschen blieb fast das Herz stehen vor Angst und Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Jetzt halten Engel die Winde des Krieges noch zurück, bis die Welt vor ihrem kommenden Untergang gewarnt ist. Doch braust sich bereits ein Sturm zusammen, der bereit ist, über die Erde hereinzubrechen, wenn Gott dann seinen Engeln gebietet, die Winde loszulassen. Wird es ein solches Kampfgetümmel geben, dass keine Feder sie stillen kann. Gott hat uns gnädigerweise eine Verschnaufpause gewährt. Alle Kräfte, die uns vom Himmel verliehen wurden, sollen für die Aufgabe eingesetzt werden, die uns der Herr zugunsten derer, die in Unwissenheit zugrunde gehen, gestellt hat. The Lord is coming. Are